Die 1.18 ist da. Cave in Cliffs ist endlich komplett. Aber habe ich ja keine. Hä, hey, wieso ist denn das Ladengitter offen? War das Absicht? Okay, ich habe keine Hasen mehr. Aber darum soll es in der 1.18 nicht gehen, denn in der 1.18 wurde die Bauhöhe verändert. Nach oben, gut, oben ist nur Luft, aber vor allem unten muss man sich angucken. Deswegen bin ich jetzt im Spectator-Mode. Ich bin hier bei meiner Hauptbasis. Zur Erinnerung, diese ist in der 1.6 erstellt worden. Und ich gehe jetzt einfach mal im Spectator-Mode abwärts. Hier müsste die Hölle kommen. Genau, das ist meine selbstgebastelte Hölle von damals. Und ich gehe noch weit abwärts. Dann sieht man die Super Mario-Strecke. Hier sieht man die zukünftige Goldfarm. Und irgendwo. Was ist das denn? Ach, da hinten. Ach, das ist das Lager. Und da hinten sieht man mein Lava-Lager. Lava-Lager. Das ist Lava-Lager. Ja, aber ich gehe mal noch tiefer. Beziehungsweise, in welche Richtung ist denn die alte Mine? Ach, da ist mein U-Bahn-System. Wo ist denn? Ich gehe einfach mal tiefer. So, ach, ich war, guck mal hier. Plötzlich habe ich hier Geoden in meinem 1.16er, in meinem 1.6er Gebiet. Geoden. Ja, das Lava-Logger ist ziemlich groß, wie man sieht. Ich wollte noch mal zu meiner alten Mine, aber ach, schade, ich finde sie jetzt nicht. Die ist hier auch irgendwo bestimmt. Ja, ich habe gleich lauter Geoden. Was ist das denn? Ein Spawner? Ich habe einen Spawner unter mir. Mit zwei Kisten nebeneinander. Was ist das? Ein Zombie-Spawner? Ja, schön. Na, das wird schön, wenn ich das hier erkunde. Soll ich hier? Noch ein Spawner? Was ist das? Auch Zombie? Ja. Schön, die Spawner direkt unter der Basis. Die Spawner kann man immer gut spawnen. Vor allem, weil meine ursprünglichen Spawner bei irgendeinem Update sich in Schweinespawner verwandelt haben. Warum auch immer. Also Schweinespawn hat ja aber keine Schweine spawnen. Ach, und eine Mine habe ich auch. Aber ich will jetzt gar nicht so viel Zeit hier verbringen in einem 1.6er Gebiet. Und ist dann. Ach, wie schön, Spinnspawn habe ich auch. So viel Zeit will ich jetzt gar nicht hier im 1.6er Gebiet mit den Geoden verbringen. Ich will jetzt natürlich ins 1.18er Gebiet. Und ja, dafür muss ich erstmal im Nether ein Portal bauen. Dafür, ihr hallo, die Mario-Strecke. Ja, also einmal nach ganz oben. Wo habe ich denn hier mal ein Portal? Ich fliege mal hier oben auf den Berg. Beim Leuchtturm habe ich ein Portal. Die Sichtweite, irgendwie hat sich auch, warte mal, da ist, die Sichtweite hat sich auch irgendwie verändert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das hier jetzt, weil auch alle Settings waren resettet. Also die Maus war falsch eingestellt. Der Ton war plötzlich mega laut. Ja, aber ich muss jetzt erstmal kurz in Creative. Ja, vielleicht soll ich noch Game Mode davor schreiben. Damit ich schneller bin, mache ich das natürlich nur. Und dann cutte ich mich jetzt mal. Ach, was mache ich denn schon wieder hier unten? Ja, dann cutte ich mich jetzt mal ganz schnell zum 1.17er Portal. Ja, hier war das 1.17er Portal. Ich habe damals schon gesagt. Der Tunnel ist noch gar nicht fertig. Der Tunnel ist immer noch nicht fertig zum 1.17er Portal. Aber ich habe ihn jetzt mal ein bisschen erweitert. Ebenso unfertig zum 1.18er Portal. Ja, der ist noch nicht fertig, ich sehe es. Aber ich wollte jetzt auch nicht erst den Tunnel fertig machen. Das dauert ja ewig. Der Tunnel wird schon noch irgendwann weitergebaut. Aber hier hinten in die Ecke kommt jetzt das 1.18er Portal. Und zwar, wo mache ich das mal hin? Ich buddel mich mal hier kurz rein. So, dann mache ich da ein. Wobei, nee, warte mal, das ist. Ah, nee, also hier ist nichts zum Runterfallen. Nee, warte mal, dann mache ich hier doch lieber mal. Bevor das hier wieder mit der Kreuzung kollidiert, mache ich doch hier mal das Portal hin. So, da habe ich Obsidian. So, und ich muss jetzt aufpassen, wenn ich in meinem 18er Gebiet bin, in ein All. Und in der Testwelt habe ich mir das natürlich schon angeguckt. Da kann ich ja stundenlang rumfliegen und die neue World Generation bewundern. Allerdings will ich ja dann gleich auch noch kurz ein All zeigen, bevor ich dann das Video beende. Und da, die Aufnahme soll ja nur eine halbe Stunde dauern. Okay, das ist jetzt neu. Hier hinter muss die neue Welt der 1.18 liegen, mit der neuen World Generation. Und natürlich haben wir direkt Nacht. Ach Mann, ein Bett habe ich jetzt aber nicht dabei. Nee. Okay, bis jetzt sieht alles relativ normal aus. Ein normaler Wald. Mal schauen. Oh, was ist in die Richtung? Ein kleiner Hügel. Berg, ja gut, der Berg. Ist es noch nicht so
Event. Ah, dahinter kommt noch mehr. Aber ich muss mal kurz gucken. Kann ich nicht die Sichtweite mal erhöhen? So, jetzt sieht man doch schon wieder mehr. Okay, das ist wahrscheinlich schon einer der neuen Berge. Den finde ich aber noch nicht so bombastisch. Ja, jetzt sieht man in alle Richtungen auch was. Na bitte. Aber, ist jetzt nicht so. Ich hatte jetzt mehr erwartet. Dahin sind auch Berge, aber, ja gut. Pferde sind hier. Ah, okay, dahinter, die Berge werden größer, okay. Aber ich mal dahin. Eigentlich müsste ich, meine, das ist doch nur ein Let's Anguck. Da müsste ich doch jetzt eigentlich in den Creative gehen dürfen, oder? Die Sonne geht auf. Ich meine, ich bin in 1.18 kommen ja jetzt auch keine. Ui, schöne Lagune. In der 1.18 kommen ja jetzt auch keine nennenswerten Items dazu, die ich jetzt unbedingt tun muss. Ich meine, Kerzen, gut. Wie war das mit Rucksäcken? Kam ich jetzt dazu oder nicht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Naja, dann gehe ich mal in den. So, komm. Dann wollen wir uns den Berg auch von oben angucken. Ich kaxel, ich verbringe doch hier nicht eine halbe Stunde damit, da hoch zu kraxeln. Ja, der Berg sieht doch ganz nett aus. Hier könnte man schön. Ich meine, hier ein Häusle reinbauen. Hier, ja. Ich meine, hier, okay, hier. Die ganze Schönheit eines 18, jetzt sieht man sie. Also, das sieht doch mal toll aus, ja. So, ja, das sieht schön aus. Jetzt will ich eigentlich den Shader anmachen, aber ich habe ja, wobei ist der eigentlich noch da? Option, Grafik. Oh, das hier sieht anders aus. Grafik muss es schon, Weichbeleuchtung. Wo ist denn jetzt der Shader? Wolkenpartikel, Vollbild. Okay. Es gibt gar keinen Shader mehr. Gut, das werde ich später noch rausfinden, wo ich den Shader finde. Hier unten, oh, eine Kiste, eine Kiste. Ach, da darf ich jetzt nicht reingucken, weil ich im Creative bin. Ein Goldblock und ein bisschen Lava, ja schön. Komm, einmal kurz gucken. Ui, Flucht, ja gut, Flucht der Bindung ist natürlich. Okay. So, kommen wir mal weiter. Okay, es gibt also keine Shader mehr in Caves and Cliffs. Ja gut. Da hinten, ach, also, das sieht doch schon schön aus hier. Mit so ein paar Tropenbäumen dann, ja. Ach, wie schön. Ja, also eigentlich müsste ich jetzt direkt ein Projekt in 1.18 starten, aber ich habe schon so viele Projekte. Ich bin gespannt, was Askalon machen wird jetzt mit der 1.18. Denn ein schöner Ozean. Sind da auch Algen? Ach, und da. Oh, hier haben wir eine Lush Cave? Komm schon, Lush Cave? Lush Cave? Also ich habe in der Testwelt schon Lush Caves gesehen, aber. Und die sahen mördermäßig aus. Aber hier, ah, nee, schade. Oh, hier, hier geht's abwärts. Uiuiui, schaut mal da hinab. Uiuiui, ich gehe mal abwärts. Hier geht's wirklich tief. Uiuiui, da darf man aber nicht Höhenangst haben. Ah, schön ist das hier. Oh, da geht's noch tiefer, noch tiefer. Uiuiui. Hier ist noch weiter? Nee. Heieiei. Auf welcher Höhe bin ich hier? Minus 52. Und ich bin auch gar nicht so weit von zu Hause weg. 2530, schön. Ja, das ist der Vorteil. Ich habe ja immer darauf geachtet, dass ich die Map nicht unnötig erweitere. Und das ist jetzt halt der Vorteil, immer wenn ich eine neue, wenn es eine neue Version gibt. Dann mache ich ein neues Portal und bin dann gar nicht so weit weg mit den neuen Gebieten immer. Oh, da kommt Lava runter. Ich habe schon ein Lava-Logo. Ja, jetzt fehlt mir halt noch eine Lush Cave, die ich noch finden müsste. Naja. Und. Wo war denn jetzt der Ausgang? Ja, das ist natürlich dann wieder. Also in der Testwelt hatte ich so eine tolle Lush Cave, wo man dann auch von ganz unten den Ausgang sah. Hier ist hell, aber wahrscheinlich nur aufgrund von der Lava. Aber hier geht's hoch. Hoch. Okay. Ah, Stalagmiten. Nee, Stalaktiten sind das. Wie schön. Und hier sind die Stalagmiten. Ja, passt ja. Und hier geht's hoch. Aber hier ist eine Sackgasse, okay. Toll. Da scheint's hochzugehen. Bin ich von da gekommen? Jo, immer höher. Ja, ich glaube, von hier bin ich gekommen. Ach, sieht das alles schön. Warte mal hier, was ist hier?
Nix, okay. Ja, in der Testwelt habe ich natürlich auch die Monster angehabt. Was da für Heerscharen spawnen. Ja, hier bin ich reingekommen. Ich spiele ja in der Regel ohne Monster. Ja, wenn hier jetzt noch Korallen wären, könnte ich mir das merken. In der 1.18 gibt es Korallen, aber ne, schade. So, da ein schönes kleines Kürbisfeld. Oh, guckt euch mal den Berg an. Und da hinten im Hintergrund baut sich der nächste Berg auf. Welch Schönheit, welch Pracht, welch 1.18. Ja. Und einfach nur. Sind das Ziegen? Ich glaube, das sind Ziegen. Ziegen? Nee, sind Schafe. Schade. Aber egal, mit Ziegen kann ich eh noch nichts anfangen. Ja, guck mal, links und rechts türmen sich die Berge auf. In der Mitte ein kleines Flüsschen in der Savanne. Ja, schön. Und dann schaue ich mal weiter da hinten. Ich folge dem Flusslauf, wo er mich hinführen wird. Ja, wo führt er mich denn hin? In der Testwelt habe ich unglaublich viele Dörfer gesehen. Die auch, ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Veränderung war. Sie sahen für mich verändert aus. Kann aber auch sein, dass sie schon früher verändert wurden und ich einfach noch keine neuen Dörfer vorgesehen hatte. Hey, da, der Berg ist schön bewaldet. Naja, teilweise zumindest. Ja, hier endet der Fluss. Oder geht er hier? Oh, hier. Geht der Fluss unterirdisch weiter? Wo führt der bloß hin? Oh, hier ist ganz viel Tuff. Okay. Oh, das sieht ja geil aus mit denen. Ja. Oh, ja, hier. Geht er unterirdisch weiter und da kommt er wieder raus. Okay. So. Okay, dann gehen wir mal hoch. Okay, bin wieder oben. Ja, und da ist es hier dann nur so eine kleine Lagune. Toll. Jetzt sind sogar Papageien. Ja, schön. Ja, jetzt stehen mal. So. Ich darf hier natürlich auch nicht zu weit fliegen, sonst bin ich schon in dem Gebiet, das später mal die 1.19 werden soll. Das wäre ja auch blöd. Welche Himmelsrichtung fliege ich denn gerade überhaupt? Achso, ne, in die Richtung wird keine 1.19 kommen. In die Richtung müsste eher dann bald wieder das alte Gebiet kommen. Im Dorf. Ist das ein neues Dorf? Ja, das hier sieht noch alles recht neu aus, nach der neuen World Generation. Schauen wir mal. Also, das sieht aber auch schön aus, das Dorf. Wie das hier links so ein bisschen hoch geht. Ja, und dann. Oh, hat da jemand das Haus über eine Schlucht gebaut? So, guten Tag. Sind sie 1.18 generiert? Ja, okay. Haben sie was? Betten? Okay, wenn wieder Nacht ist, kann ich hier schlafen. Oh, hier ist ein. Ui, interessant. Ja, ich will ja nicht stören. Ach. Jo, getrenntes Ehebett, okay. Ja, ich wollte mich jetzt nicht um ihre Eheprobleme kümmern. Und hier. Ah, okay. So, ein Pirat. Was haben sie denn in der Schmiede? So. Sieht auf jeden Fall alles noch recht neu aus. Hier sind Lamas. Aber ich müsste eigentlich jetzt bald wieder in das alte Gebiet eindringen. Oh, hier, auch diese Mengen an Kies. Das ist auch neu. Oh, hier, das sieht aus, als wäre hier eine Chunky-Grenze gewesen. Ja, ich denke mal, jetzt müsste ich im alten Gebiet sein. Das ist ein ziemlich deutliches Zeichen. Ja. Zu schade, dass man sich nicht anzeigen lassen kann, in welcher Version das hier generiert ist. Ja, hallo 1.18, da hinten ist die 1.18. Oh, da hinten ist Cityville. Ah, oh, direkt in der Nähe von Cityville ist die 1.18, das ist ja toll.
Ja, deswegen auch mal. Oh, und da oben ist schon die Himmelsbrücke. Schön. Das heißt, von der Himmelsbrücke ist gar nicht so weit ins 1.18er Gebiet. Ja, woran erkennt man, dass das hier schon sehr altes Gebiet ist? In der 1.18 gibt es nicht mehr diese Klippen. Das heißt, alles, wo die Klippen sind, ist schon vor der 1.18 generiert worden. Und da hinten ist Cityville. Dann fliege ich jetzt nochmal nach Cityville. Ja, Cityville ist nämlich 1.6er Gebiet. Ist das da hinten? Ja. So nah an 1.18. Toll, dass hier die Grenze so dicht ist, von der 1.18 zur 1.6. Das hier war nämlich der allererste Netherrack, den ich mal entzündet habe, vor langer, 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 langer Zeit. Und direkt da ist die 1.18. Cool. Was ist das da hinten noch? Da habe ich mir wahrscheinlich einfach nur eine Markierung gemacht. Ach so, wahrscheinlich ist hier ein altes Portal. Ich habe ja jetzt das Portal direkt in Cityville, aber wahrscheinlich war das ursprüngliche Portal irgendwo unterirdisch. Und ich habe mir das dann hier hingesch, habe mir dann die Wollemarkierung gemacht, um es wiederzufinden. Ich gehe einfach mal runter. Hier ist eine Werkbank. Oh, da war das vielleicht eine der ersten Minen, die ich damals gefunden habe. Das kann auch sein. So, dann gehe ich hier nochmal abwärts. Denn hier dürfte ja jetzt auch neues Gebiet unten drunter sein. Wunderschön. Oh, hier. Die Stalagmiten. Und dann so ein Pfützchen. Wie schön. So, aber dann will ich jetzt. Ich habe jetzt leider keine Lush Cave gesehen. Oh, hier eine riesige Höhle. Ich habe jetzt leider keine Lush Cave gesehen, aber ich will ja jetzt auch nochmal nach Einal und zeigen, was ich da habe. Und dann gehe ich da einfach auch mal abwärts. Vielleicht ist da ja eine. Oh, toll! Toll, ui, also das ist ja wieder wirklich eine richtige Tropfsteinhöhle. Super. So, aber dann will ich jetzt. Ach hier, oh schön. Ja, das Equifire, heißt das gleich. Aber dann will ich jetzt nochmal nach Einal und vielleicht finde ich da ja dann eine Lush Cave. Aber bevor ich mich wundere, warum ich hier bin, gehe ich immer wieder aufwärts. Sonst wundere ich mich nicht mal, was ich da unten mache. Einmal aufwärts, bitte. So. Oh, und dann. Wo ist Cityville? Da hinten ist Cityville. Dann logge ich mich im Rathaus aus. So, einmal nach Cityville. Dann kann da auch ein bisschen weiter das Gras über die Erde wachsen. Das ist ja leider da komplett händisch aufgeschüttet und deswegen. Und da ich ja so selten in Cityville bin oder in der Nähe von Cityville, ist da ja leider, wächst das Gras doch ja auch nie weiter, während ich nicht in Cityville bin. Ja, da ist das Portal auf dem Rathaus und ich fliege dann noch einmal schnell zum Rathaus. Ach hier, die Savanne, die ich letztens gemacht habe. Ach, hier sieht man den neuen Erdstreifen, wo Gras über die Sache wachsen muss. Und dann gehe ich mal abwärts. Ah, das war zu tief, ich bin hier noch im Spectator. So, dann Survival. Und ich kann in meinem Bett schlafen und mache hier den Cut nach Einal. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Ja, ich bin tatsächlich, ich hätte hier jetzt gerne auch die weite Sichtweite. Ich bin hier jetzt tatsächlich auf einem Berg, also ich bin nicht auf dem Berg gespawnt, ich bin aber den Berg schon hochgekraxelt im Survival diesmal. Und ja, hier ist tatsächlich sehr viel schöner Schnee. Ja, er fällt ja auch von oben runter. Und ja, also hier ist halt auch ein schöner Berg gewesen. Was ist da unten? Was leuchtet da? Das ist ein Dorf! Oh, ich will das Dorf sehen. Da muss ich den Berg wieder runter. Eieiei. Ne, also hier bin ich noch. Warte mal, ist da. Ja, gut, na toll, hier unten regnet es jetzt. Das ist natürlich gefährlich mit diesen Klippen. Ah, in dem Dorf ist auch nicht ein Bett. Habe ich hier eins dabei? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay. Ah, die Axt wollte ich nicht wegschmeißen. So. Dann einmal. Ja, hier muss man aber echt aufpassen bei diesen Bergen, dass man da nicht zu tief fällt. So. Ja, hier geht's runter und hier ist hier ein. Nee, ich dachte, hier wäre schon eine Messerklippe. Ah, hier, das ist tatsächlich ein normaler Berg, der so leicht abschüssig ist halt. Also nicht leicht abschüssig, eher schwer abschüssig, aber. Ja. Wenn man hochguckt, sieht man gar nichts. Ja. Da geht's auch gleich abwärts. Okay, hier sagt man. Gut, man könnte versuchen, da drin zu landen. Okay, das erkunde ich gleich.
Jetzt geht's erstmal in das Dorf. Oh, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Da. Komm, da geht's noch runter. So, ja. Guten Tag. Ein Dörfle. Was haben wir denn hier? Ja, also das, die Art von Haus kannte ich noch nicht. Wahrscheinlich schon nicht. Ich werde mich wahrscheinlich noch nicht daran erinnert haben. Ein schöner Ofen. Und man guckt raus und es schneit. Ja. Ja, typisch. Ja. Voll Winter-Vibes. Ja, hier ein Iglu. Da schläft schon jemand. Ich brauche ein leeres Bett, sorry. Hier. Irgendwo läuft jemand rum? Oh, nee, ein Baby. Hier. Guten Tag. Ach, sie streiten sich auch schon um das Bett. Ja, die Sachen darf ich aber mitnehmen, weil ich da hier nicht im Creative war. So. Ach, das gehört Ihnen? Ich habe mir nichts genommen. Nee, nee. Haben Sie sich was genommen? Nee. Haben Sie was gesehen? Und das Baby läuft allein draußen rum. Also echt mal. Nee, nee, nee. Was haben wir dann hier oben noch? Ist hier noch mehr? Da oben ist noch ein Iglu. Okay. Was haben wir da noch drin? Ach. Und Kühe mit dem Schnee. Was ist das denn? Ist das eine Katze? Ist ein Kätzchen, ja. Oh, habe aber nichts zum Zähmen dabei. So, was haben wir hier drinnen noch? Ein Bett! Gute Nacht! Ja, super. Dann hört jetzt auch der Schnee auf. Ja, und ich denke, ich gucke mir das jetzt immer von oben an und guck dann, was unten noch drunter ist. Ja, der Berg war das, von dem ich gerade runtergelaufen bin. Ja, der ist schon imposant. Muss man einfach mal so sagen. Der ist wirklich imposant. Und hier drüben ganz viel Schnee. Ein Pillager-Turm. Ein Pillager-Turm, der natürlich nichts bringt, wenn man ohne Monster spielt, aber ein Pillager-Turm, da. Ach, ich wollte doch in den Lushcave eigentlich, wenn er den Lushcave ist. Ich weiß ja noch gar nicht. Ein Pillager-Turm. Eieiei. Oh, ist das neu, dass hier so Übungspuppen sogar stehen? Das ist ja. Oh, ich bin ja schon im Spectator, habe ich ganz vergessen. Das ist ja cool. Übungspuppen. Und hier Gefangene. Hier werden sogar Gefangene gemacht. Cool. Oh, und hier. Oh, jetzt bin ich gefangen. Na gut. Aber ich kann einfach weg. Toll. Und ganz oben ist nicht Ruhe, oder? Gut, aber jetzt bin ich hier. Da darf ich jetzt nicht reingucken. Ja. Super toll. Ach, da kann man sogar. Ist oben offen das Gefängnis, das auch? Jo. Und da drüben ist der Berg, von dem ich gekommen bin, wo ich jetzt in die Höhle rein wollte, in der Hoffnung, dass es eine Lush Cave ist. Schauen wir mal. Ach, da links sieht man das Portal, über das ich gekommen bin. Das ist ja gar nicht so weit weg von dem Dorf und vom Pillager-Turm. Ja, und dann hoffe ich mal, dass das jetzt eine gute Höhle ist. So, gehen wir mal abwärts. Bis jetzt ist hier jetzt nicht sonderlich interessant. Oh, nö, hier ist gar nichts. Na toll, dann hätte ich doch beim Pillager bleiben können. Gehen wir einfach mal abwärts. Oh, hier sind Stalagmiten und Stalaktiten. Aber lasch. Nö, ich habe kein Glück, was Lush Caves angeht, schade. Dann ist eine. Ah! Oh, was ist das denn für ein geiler Lavasee hier? Mit so einer Säule mittendrin. Schön. Wie tief ist die so ein Lavasee? Oh, hier ist die Welt zu Ende. Ich gehe besser wieder hoch. Aha. Schön. Schön, schön, schön. Keine Lush Cave. Ist uncool. Geode. Ja, Geode habe ich ja sogar mein Sechsergebiet. Das ist ja nichts Besonderes. Aber ich sehe leider. Hier ist nichts Interessantes. Oh, hier sehe ich gar nichts mehr. Hallo? Bild? Das Bild ist weg. Ah, da ist es wieder. Hier. Ui. Ui, hier verbinden sich Lava und Wasser. Und unten geht's zu Tropfstein. Und hier kann man auch schön rausgucken. Und wo kommt denn das? Was ist das hier? Ein Fluss? Nee, so ein kleiner, tatsächlich so ein kleiner See.
Aha. Ja. Ach, und da bin ich ja schon wieder bei meinem Portal. Ja, schön. Nur leider halt, also, hat sich da die Quelligkeit jetzt aufgetan? Ja, leider habe ich jetzt keine. Ach nee, da fließt. Das Wasser fließt woanders lang. Hey, fließt das so unterirdisch weiter? Nee, in der Sackgasse. Ja, leider habe ich jetzt keine Lush Caves gefunden, aber die 1.18 ist auf jeden Fall sehr interessant und alle meine Minen, die ich bis jetzt gemacht habe, die können jetzt alle noch ein paar Etagen tiefer gehen. Ah, hallo, Bienen. Ja, aber das war's jetzt damit. Und ich sage mal, Arrivederci, over and out.